Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Lona-Projekt. Ja, ich habe einen kleinen Fehl feststellen müssen. Auch hier funktioniert das automatische Abladen nicht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil er mir ja hier wahrscheinlich aufgrund der ganzen Mods nicht anzeigt, was ich wissen möchte. Feld 10 abgeschlossen. Ja, gut, kommen wir gleich zu. Das ist eine Seemission. Die kostet uns Saatgut. So, einmal kurz zurück. So, er lädt nicht selbst ab. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich rausgefunden habe, mit welcher Taste ich überhaupt abladen kann. Das Ganze ist auch wieder die Z-Taste. Ich habe ja den Verdacht, dass Autodrive wahrscheinlich das B und oder das Entladen nur mit I kennt. Ich drücke jetzt mal Z mit aktiviertem Autoload. Da passiert gar nichts. Dann deaktivieren wir ihn mal und drücken Z. Jetzt passiert was, alles klar. Aber dafür muss ich den Punkt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückballern. Weiß ich noch nicht, ob ich... Wird das was? Da weiß ich noch nicht, ob ich dabei bleibe. Aber gut, wir werden das Feld 14 mit der Geschichte jetzt nochmal abschließen. Er braucht hier noch knappe 5 Minuten. Das passt also super in diese Folge. So, dann habe ich in der Zwischenzeit, was können wir abgeben? Wir haben Feld 13 fertig gegrubbert. Genau, und sehen, das haben wir gerade gemeinsam beendet. Die geben wir beide einmal ab. Und die Fahrzeuge wieder nach Hause schicken. Hier warten wir noch, bis der Stroh weg ist. So, dann haben wir neu eine Düngemission auf der 11. Da schicken wir ihn jetzt erstmal hin. Es gibt die Kalkmission, die können wir nehmen. Die hat die gleiche Arbeitsbreite. So, wie gewohnt ein Stückchen vorgefahren. Ein Stückchen, habe ich gesagt. Alter. So, 11. Crespi übergeben, Abfahrt. So, dann kannst du nach Hause. Halt. Das war jetzt die... Nee, Quatsch, wir brauchen Striegel. Das war eine Striegel-Mission, keine Spritzmission. Auf der 5. Leck. So, hier kurz reingeluschert. Die 5 ist noch keine Striegelmission. Okay. Ich glaube, wir hatten immer unten rechts. So, kann das schon mal seiner Wege gehen. So, er sammelt hier wieder fleißig. Es gehen sogar 38 Ballen drauf. Das heißt, bei 5000 Liter Ballen sprechen wir jetzt von 190.000 Liter, die er auf einen Schlag wegbringt. Somit also das 4,5-fache. Passt das? Ja. Das 4,5-fache gegenüber dem Anderson. Ich denke schon, dass es effizienter ist. Nur, ich störe mich halt immer noch daran, dass er nicht automatisch ablädt. Wenn es ein Einstellungsfehler bei mir sein sollte, bitte, bitte, bitte Hinweis in die Kommentare. Gar nicht, weil ich jetzt einen Kommentar brauche, sondern weil ich da einfach auf eure Hilfe angewiesen bin. Ansonsten wechseln wir dann doch auf die
oder was heißt wechseln, dann würde ich doch einmal die Fliegel Drehschemel ausprobieren, davon dann zwei mit einem Traktor, in der Hoffnung, dass das dann funktioniert, weil ja, wenn ich das Ganze hier automatisiert ablaufen möchte, dann bringt es mir ja nichts, wenn ich da jedes Mal, wenn ich mal bei einem Fehler oder mal bei einer Blockade eingreifen muss, ja, aber ich möchte doch nicht jedes Mal das Abladen selber machen müssen. Ich weiß, dass das auch automatisch funktioniert. Wie gesagt, ich werde mich schlau machen, wenn vorher von euch ein Kommentar kommt, der mir hier einen Tipp geben kann. Und vielleicht ist das auch tatsächlich mit... ich hatte jetzt zwei Varianten, die mit Z abgeladen werden und AD aber für Abladen nur I kennt. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. So, was hast du denn noch auf dem... Ach, das ist ja nice. Können wir uns zumindest das Geld schon snacken und eine eventuelle Folgemission einheimsen. Ich habe den Cerion vorsichtshalber auf der 13 schon mal stehen gelassen. Für den Fall, dass wir hier auch eine grobe Mission bekommen. Allerdings sind wir ja jetzt auch schon im September. Könnte natürlich auch schon sein, dass der Eigentümer da ein bisschen ungeduldig war. So, da ist jemand am Waschplatz angekommen. Ich würde hier gerne einmal abwarten wollen, bis er fertig ist. Das ist ja jetzt nur noch die eine Bahn. Er fährt da komischerweise immer wieder auf die äußerste Bahn raus, um dann kurz vorher wieder auf die eigentliche Bahn zu schwenken. Muss man auch nicht hinterfragen lassen, wenn man es einfach laufen lassen würde, würde man es gar nicht bemerken. Ja, wie gesagt, hauptsächlich den ganzen Ballen geschuldet. Wir haben jetzt zwei Ladungen 38 Ballen abgeliefert, also 190.000 Liter. Also 190 mal rund 100 Euro. Also diese Mod, meiner Meinung nach, die lohnt sich schon. Ich bin halt noch nicht so ganz von dieser Abladegeschichte überzeugt. So, gibt es hier was einzuklappen? Nein, dann kannst auch du dich in die Reihe am Waschplatz anstellen. Große Nachfrage bei Scheune. Stellt sich mir die Frage, Stroh? Nö. Heu? Nö. Gras? Nö. Was kauft die Scheune denn sonst noch? Keine Ahnung, ist mir auch egal. So, Feld 11. Ja, das ist auch gleich schon durch. Achso, Feld 5 haben wir nur hingeschickt, ne? Hey. Alleine bringt ja nichts, nur hinschicken. So. Ja, nett werden 3. Ich glaube, das wird nichts. Ja oder ja? Schätzelein. Da bist ja. Gut, aber ich sehe nichts, was irgendwie großartig rausballert. Von daher nehmen wir das so. 5, ne? Ja. Also Feld 5 kurz speichern. Nee.
Riegeln 12 Meter. Erster Wegpunkt. Was hättest du gern von mir? 2 Stunden 15 oder 14. Na gut. So, wir geben jetzt aber definitiv, wir geben die 14 ab. Das sind 34.381 Euro. Und gucken mal, ob es... Okay, Feld 10 dürfen wir düngen, den nehme ich definitiv an. Feld 14 dürfen wir grubbern, den nehme ich schon mal an. Wir warten aber natürlich, bis wir die Ballen darunter haben. Sonst hat der Grubber doch ein bisschen zu kämpfen. Ja, da dürfen wir die 25 nicht vergessen. Auf der liegen ja noch 124 Silageballen. Und unsere BGA hat keinen Nachschub mehr. Achso, dann hatte ich in... Oh, das ist auch schon wieder ein paar Folgen her mal gesagt, dass es mir hier so vorkommt, als wenn wir mehr Gärreste bekommen. Aber ich habe das mit der Hofbergmann mal verglichen. Also 840 zu 252 und Zyklus 24 ist auf beiden Maps das gleiche. Von daher mag das vielleicht daran liegen, dass hier in der Hofbergmann 98.000 reinpassen und hier nur 30.000 und ich deswegen verzerrten Blick habe. Ich weiß es nicht. Ja, dann... Ja, hier war ich natürlich überrascht, dass er nicht 34, sondern 38 laden kann. Erstmal nett, aber wie gesagt, ich werde, das ist die letzte Folge jetzt in dieser Aufnahmesession, ich werde vor der nächsten Aufnahmesession mal die Variante mit den beiden Fliegeln probieren. Es bringt mir ja nichts, wenn ich da immer dazwischen gallern muss. So, die 11 ist erledigt. Darfst du aufhören, mein Geld zu verstreuen? Wir hatten noch eine Düngemission angenommen, richtig? Auf der 10, glaube ich. Ja, auf der 10, so. 10 düngen, 42 Meter, sehr schön. Dann fährst du mir auf die 10 links, übergibst an Curseplay und hast Spaß bei deiner Arbeit. So, hier staut sich's gerade. Das ist aber gerade nicht meine Prioritätenliste. Du bist bei der Arbeit. Er ist voll. Ja, ihr könnt es jetzt unten rechts oder beziehungsweise unten rechts links neben dem Tacho ja sehen, dass er 38 Ballen lädt. Keine 34. Alter, wir sind schon wieder über 500.000 Euro. Hammer. Gut, aber ich würde pauschal mal behaupten, das hier ist meine Warteschlange. Dann machen wir die doch mal alle wieder hübsch und frisch. Alter, du siehst auch aus so. Du hast nur ein Feld angesehen. Ja gut, ich bleib hier offen und ehrlich. Ich habe die ganze Maschinerie, das hat zwar nichts verbraucht, aber wahrscheinlich für weiteren Schmutz gesorgt. Ich habe die ganze Maschinerie auf dem Feld gestartet via Curseplay. Ohne dass ich die Mission angenommen hatte. Das heißt, wenn ich im Fahrzeug gesessen hätte, dann hätte er mir wahrscheinlich, oder er hat mir dann natürlich angezeigt, was kein Zugang zu diesem Feld. Nur ich glaube, er hatte das Vorgewende schon fertig zu dem Zeitpunkt, aber sind aber auch ja einfach nur Schmankerl.
wenn der Ostfriese hier mal bayerisch sprechen darf. So, Nummer 1 verarztet. Hier ist ein bisschen viel los. Seemissionen hatten wir jetzt ja keine mehr, ne? Ne, Koban. Da warten wir noch. Die läuft, die. Da ist er ja noch unterwegs. Da müssen wir die Ballen noch abholen. Ja, das haben wir hier auf einmal. Dadurch, dass wir den Ladewagen und den Ballenladewagen nicht mehr haben, haben wir hier auch satt Platz. Ja, nachtanken können wir uns schenken. Gut, dann startet Feld 10 jetzt auch, das ist nice. So, Feld 11. Düngen. 13.580, vielen Dank dafür. Missionen gibt es aktuell keine, okay. Dann machen wir hier kurz noch weiter mit der Fahrzeugpflege. Du kriegst demnächst erstmal eine neue Lackierung. Da geht ja auch keine Kuhhaut hier. So, 18% und 9% können wir vernachlässigen. Ja, ich fahre jetzt mal hier rum, statt zurückzusetzen, weil er noch dahinter steht. Ganz ehrlich, 526.000 auf dem Tacho, ich kann mir das nicht mehr mit angucken. Das kostet ja zwar 30.000, aber das ist mir egal. So, reparieren ihn gleich, auch wenn da nichts war. Aber... ey, sorry. Das kann ich mir nicht mehr angucken. Ja, da werde ich mir auch nochmal nach einem anderen Mod umschauen, weil kann nicht sein, dass der nach so ein paar Arbeitsstunden aussieht, als wäre er durch den Schredder gelatscht.
Ach, guck. Also, wir haben gelernt, ausschalten, Z drücken. Vielleicht nochmal Z drücken. Was ist mit den beiden Ballen? Magst du die nicht, oder? So. Ja, gut, das hat sich jetzt ja verklemmt. Weiß ich. Jetzt fährt er wieder nicht los. Okay. Wir kommen für diese Folge und für diese Aufnahmesession zum Ende. Irgendwas passt hier nicht. Wie gesagt, ich habe ja zum Besten gegeben, dass ich zwischen den Folgen das mit den Legal-Drehschemel mal ausprobieren möchte. Ja, guten Morgen. Oh, du bleibst doch wieder an der Wand hängen, oder nicht? So, das kannst du natürlich mit zwei Drehschemeln auch ein bisschen gescheiter lösen. Aber gut, ich lasse ihn jetzt erstmal machen. Für diese Folge kommen wir definitiv zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.